Ja, hallo und herzlich willkommen damit zum Beginn meiner F1-Karriere. Wie ihr seht, wir haben bei Renault unterschrieben und springen wir nun hier direkt ins Wochenende in Australien. Ja, ich beginne die Karriere nochmal neu aus dem Grund, weil ich jetzt einfach aus Schwierigkeitsgrad 110 fahren möchte. Wir befinden uns jetzt hier erstmal im Training. Ihr seht so das übliche, ja, alle Trainingsprogramme zu absolvieren. Ich habe mich dazu entschieden, im Qualifying die Stärke 109 zu benutzen und im Rennen 110, einfach aus dem Grund, da ich denke, dass die KI im Rennen schwächer ist als im Qualifying und 109 im Qualifying meiner Meinung nach das passendste ist, wenn wir hier sehen, wie wir das letzte Trainingsprogramm abschließen. Die Trainingsprogramme fahre ich, glaube ich, sogar auf 105 nur, einfach um die Ressourcenpunkte zu bekommen, wie ihr hier seht. Es ist nämlich in diesem Spiel extrem wichtig, dass man immer alle Ressourcenpunkte bekommt. Ansonsten kann man das Auto wirklich im Vergleich zu der KI gar nicht verbessern. Und nun gehen wir hier erstmal zu unserem kleinen Motorhome. Und hier sehen wir unseren Renningenieur, der uns gerade begrüßt hier in unserem Office, sage ich jetzt mal, in dem wir unsere F&E-Ziele bestimmen können und so weiter. Er führt uns hier so ein bisschen ein. Ja, insgesamt, also beginne ich jetzt nochmal die Karriere. Ich probiere das Ganze jetzt auch relativ häufig zu bringen. Und natürlich auch in einer anderen Form, was auch ein Grund ist, warum ich nochmal neu begonnen habe. Also ich werde jetzt alles in ein Video packen und auch ein bisschen mehr Mühe mir mit Schnitt und so weiter geben, wie ihr schon vielleicht am Anfang des Videos gesehen habt. Wenn jetzt hier diese kleine Szene läuft, ja. Und allgemein auch Qualifying und Rennen natürlich in einem Part. Ich denke, das ist deutlich angenehmer zum Zuschauen und sollte deutlich mehr Spaß machen insgesamt. Wie ihr seht, das Video ist jetzt auch nicht übertrieben lang geworden. Ich finde dafür, dass man hier alles untergebracht hat in diesem Part, ist es ganz gut. Ja, jetzt erklärt uns hier Chris nochmal kurz, wie das Ganze funktioniert mit dem Kram. Und dann werden wir gleich auch schon mal ja, schauen, was wir machen können, denn wir haben ja schon ein paar F&E-Punkte jetzt bekommen, damit, dass wir ja, alles im ersten freien Training gemacht haben. Ich fahre trotzdem alle Trainings, beziehungsweise nehme an allen Sessions teil, denn wenn man an den Sessions teilnimmt, das heißt, man muss nicht mal eine Runde fahren, man muss nur einmal kurz im Auto sitzen, in der Garage, in den freien Trainings, dann kriegt man 10 Punkte, nämlich für die, ja, Session-Teilnahme, wie wir ganz oben sehen. Das hier ist jetzt erstmal nun erst das erste freie Training. Wie ihr seht, haben wir 304 Ressourcepunkte, dazu noch die 2500, die wir bekommen für, ja, das Antreten bei Renault, für das Auswählen als Team in der Karriere. Und nun werden wir hier einmal unsere Zuverlässigkeit sowie unser Chassis und unseren Motor verbessern. Ja, wie wir hier sehen, ja, nur das Zuverlässigkeitsteil wird bis China da sein. Die anderen beiden Teile werden erst in Bahrain ans Auto gebracht werden. Und da, bei den beiden, ist es natürlich auch nicht sicher, ob das Ganze, ja, funktioniert, ob die Teile funktionieren. Wenn wir hier sehen, eben ganz kurz, das waren die 10 Punkte fürs freie Training. Und nun kriegen wir hier unseren Rivalen zugesteckt. Das wird natürlich als erstes unser Teamkollege Nico Hülkenberg sein. Und nun werden wir unsere Ziele fürs Qualifying entgegennehmen. Ja, P11 sollen wir erreichen und unseren Teamkollegen schlagen. Wie wir sehen, das Wetter ist dieses Wochenende ein Glück komplett trocken. Und Position 11 ist schon relativ ambitioniert, aber unser Auto ist auch das 6-stärkste im Feld. Das bedeutet, P11 und 12 sollten ja, für unser Team immer machbar sein. Hinter uns sind noch Toro Rosso, Haas und natürlich McLaren und Sauber, und vor uns sind Force India, Williams und die drei großen Teams. Und damit springen wir jetzt in Qualifying Nummer 1. Die Fahrer bereiten sich hier natürlich schon vor. Pascal Wehrlein hier im Hintergrund, alle Fahrer für Sauber, die haben ja 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Und nun springen wir auf unsere Q1 Lap, beziehungsweise zum Ende der Qualifying 1 Lap, glaube ich. Ne, zum Beginn. Wir sehen hier jetzt nur einmal kurz die erste Kurve, relativ sauber genommen. Und da Q1 mit diesem Auto deutlich machbar sein sollte, vor allem auch auf diesem Schwierigkeitsgrad, schauen wir jetzt erstmal, für was die Runde reicht. Eine 1, 24, 3, relativ gut.
schalten hier auch auf das Line-Gemisch und damit ja, kommen wir problemlos in Q2. Ihr seht Nico Hülkenberg nur ein paar Hundertstel hinter mir, 600stel hinter mir und ausgeschieden sind beide McLaren, beide Sauber und Kevin Magnussen. So, springen wir nun in Qualifying 2, das Ende der Runde hier. Die Runde war sogar noch ein bisschen besser als in Qualifying Nummer 1, wie ihr seht. Die erste Runde von uns persönlich unter 1,24 mit einer 1,23,8. Und auch das hat gereicht, das war nämlich eine sehr, sehr gute Runde, muss man sagen. Unser Teamkollege mit einer 1,24,4, auch er in Qualifying Nummer 3 und nun nehme ich euch hier auf die gesamte Runde mit. Ihr seht, also das Auto funktioniert in Australien sehr gut, genau wie auch bei Nico Hülkenberg. Und nun geht's hier in Q3 auf unsere schnellste Runde. Da nehme ich euch natürlich komplett mit. Erste Kurve haben wir hier sehr schön getroffen. Schön den Scheitelpunkt erwischt, so soll das sein. Das ist nämlich sehr wichtig, dass man da viel vom Körper mitnimmt. Nun runter in Kurve 3. Knapp nach dem 100-Meter-Schild bremsen. Nicht zu weit in sein, aber auch nicht zu weit außen. Das Auto schön für diese Linkskurve öffnen. Gute Traktion raus. Natürlich dieser Knick hier Vollgas. Und nun schauen wir auf die schwarze Box oben links. Unter den vierten Gang ein bisschen Körb mitnehmen, nicht zu weit rauskommen, wie wir hier sehen. Wir fahren jetzt nämlich auch auf strikten Kurven, ja, Corner-Cutting-Rules, damit das Ganze auch mal ein bisschen schwieriger wird. Auch hier die Klarkurve haben wir sehr schön genommen. Gute Traktion auch am Ausgang. Und nun kommen wir zum Ende des zweiten Sektors. Schauen wir oben auf die Zwischenbestzeit. Da sind wir 5,5 Zehntel hinten dran. Hier verpassen wir leicht den Scheitelpunkt, genau wie hier. Aber das ist trotzdem nicht so schlimm, denn wir müssen ja auch aufpassen, dass wir auf der Strecke bleiben. Kurz nach dem 100-Meter-Schild runter hier in den vierten Gang, nun in den letzten Sektor, runter in den fünften, Scheitelpunkt schön treffen, hoch in den sechsten, nicht zu weit raus und dann hier runter in den dritte Gangkurve, wo Sebastian Vettel 2016 im Rennen ein bisschen weit rausgekommen ist. Nochmal wichtig, eine gute Traktion aus der letzten Kurve. Und auch das war eine relativ gute Runde. Nicht ganz so gut, glaube ich, wie die in Q Nummer 2, aber immer noch unter 1,24. Eine 1,23,9. Und damit sind wir sogar auf Position 7. Best of the rest. Und wir fahren auf 109% KI-Stärke im Qualifying. Also die Strecke ist eine gute für uns. Hülkenberg 2 Zehntel hinter uns. Das zeigt auch, dass die KI-Schwierigkeit in etwa richtig ist. Grosjean 10. Und dann sehen wir hier nochmal unsere Ressourcepunkte. Das sind auch gute 105 Stück. Ne, 102 für eine Verwarnung, die ich glaube ich in der in Q1 bekommen habe, im ersten Versuch. Und dann sehen wir hier unsere Rivalität. Führen wir natürlich gegen Nico Hülkenberg und auch in den ja, Ansehen der Teams sind wir nur gestiegen durch unser starkes Quali. Und nun schauen wir mal, was von uns im Rennen erwartet wird. So, aufgrund unseres starken Qualis sollen wir natürlich etwas höher im Ziel, ja, ins Ziel kommen. Position Nummer 9 und unser Meisterschaftsziel ist Platz 11. Wenn wir sehen, ein sonniger Nachmittag hier in Australien auf Pole Position. Natürlich Lewis Hamilton vor, ich glaube, das müsste der zweite Mercedes sein. Das werden wir aber gleich sehen. In 1,21,9 ist Lewis Hamilton gefahren. Der ja hier den alten Helm hat. Ich glaube, für diese Saison hat er so ein Senna-Replikat, was ein Fan gestalten durfte. Es war, glaube ich, vor der Saison so, dass Lewis Hamiltons Helmdesign von einem Fan gestaltet werden durfte. Das hier ist aber das klassische Helmdesign, glaube ich, von Lewis Hamilton, womit er, glaube ich, auch in Singapur zum Beispiel gefahren ist. Wenn wir hier noch den alten Ferrari sehen mit der alten Startnummer und hinten auch auf der Haifischflosse noch nicht die große Startnummer. Die Autos sind ja noch im Design, so wie sie in Australien angetreten sind. Und nun schauen wir hier auf die ja, Startaufstellung. Erste Mercedes-Reihe, danach eine Ferrari-Reihe und danach eine Red Bull-Reihe. Danach kommen wir dann mit großem Abstand zu Ricciardo. Knapp hinter uns Perez, unser Teamkollege Grosjean. Dann die beiden Williams, Ocon und dann die beiden Toro Rossos. Schwaches Quali von Magnussen. Und damit, ja, wie auch David Croft gesagt hat, runter zur Strecke. Und nun werden wir erstmal an der Strategie basteln. Und zwar sehen wir das hier.
Erstmal tun wir natürlich ein bisschen mehr Benzin rein. Die haben uns ziemlich underfueled, muss man sagen. Ein bisschen weniger als die 29 Runden können wir, glaube ich, sogar reintun, aber wir machen hier ganz genau die 29 Runden. Und beim Reifenverschleiß, ich weiß, dass man hier eine Einstoppstrategie fahren kann. Genau so. So werden wir das machen. Runde 10 in die Boxengasse und dann Runden 29, ja, 19 Runden lang mit dem Softreifen. Und das Ganze ist die meiner Meinung nach schnellste und effizienteste Strategie. Möglichst wenig Verkehr. Und das ist das, womit wir, ja, hoffentlich Erfolg haben werden. Und damit springen wir direkt ins Rennen ohne Einführungsrunde. Die Lampen gehen an hier fürs erste Rennen der Saison in Australien. Los geht's. Ein relativ guter Start. Ricardo aber auch nicht schlecht von der Linie weggekommen. Und nun gehen wir hier schnell auf die Innenseite. Bremsen etwas später. Und haben da zwei Positionen gut gemacht gegenüber den beiden Red Bulls. Direkt jetzt hier bei Vettel im Windschatten gehen hier auf die Innenseite. Aber Vettel bremst da spät genug. Natürlich fürs Rennen haben wir die KI auf 110 hochgemacht. Das kann man machen, indem man nach dem Quali ins Hauptmenü geht und dann wieder in die Karriere hinein. Dann kann man nämlich den Schwierigkeitsgrad wechseln. Und 110 ist im Rennen definitiv auch der richtige Wert, meiner Meinung nach. Wie wir hier sehen, Position Nummer 5 im Moment. Wichtig natürlich jetzt erstmal einen Rhythmus zu finden und die beiden Red Bulls so lange wie möglich hinter uns zu behalten. Und den Motor natürlich zu schonen. Wir werden probieren, im Verlauf der Saison möglichst wenig im Rennen auf Fett zu fahren, einfach aus dem Grund, um den Motor ein wenig zu schonen. Wir werden auch relativ am Anfang der Saison natürlich viel in die Zuverlässigkeit entwickeln, sodass wir die erste Saison möglichst ohne große Probleme überstehen können. Wenn wir hier relativ gut sogar noch an Vettel dranbleiben können. Wir sehen aber schon vorne Lewis Hamilton mit einem, ja, Vorsprung von 1,5 bis 2 Sekunden, würde ich ungefähr sagen. Vor seinem Teamkollegen. Und dann lobt uns ja auch nochmal unser Renningenieur für diesen guten Start. Er hat zwei Positionen gewonnen, damit können wir sehr zufrieden sein. Während wir jetzt hier die erste Runde beenden, ein bisschen untersteuern hier aus der letzten Kurve. Da ist die KI deutlich stärker als wir, während wir sehen, Hamilton schon mit einem großen Vorsprung vor seinem Teamkollegen. Und springen wir nun 2 Runden weiter. Runde Nummer 3. Vettel ist immer noch nicht wirklich weit weg. Man muss auch sagen, er ist genau wie Raikkonen auch auf Supersofts. Das sind die beiden, die sich für Q3 ja, oder in Q2 für Q3 mit den Supersoft-Reifen qualifiziert haben. Wenn wir hier kurz eine gelbe Flagge sehen, wir aber schon aus dieser Zone heraus sind, weil wir ja relativ weit vorne im Feld sind. Und nun werden wir sehen, was da passiert ist. Oben sehen wir schon Sergio Perez aus dem Rennen ausgeschieden. Und springen wir weiter in Runde Nummer 5. Und da gehen die ersten Kandidaten in die Boxengasse. Vettel relativ früh. Bei dem haben die Reifen irgendwie gar nicht funktioniert. Und ich glaube auch, der gute Herr Bottas ist da in die Boxengasse abgebogen. Wenn wir jetzt noch eine Runde weiterspringen. Wir sehen, Verstappen ist relativ dicht hinter uns. Danach klafft so eine relativ große Lücke. Das liegt daran, dass Ricardo auch schon an die Boxengasse gegangen ist. Und wir probieren unsere Pace weiter zu behalten. Sind jetzt auf Position 2, während unser Teamkollege und auch Verstappen an die Boxengasse gegangen sind. Und nun springen wir in Runde Nummer 8. Und ja, nur noch Massa hinter uns, der wahrscheinlich auf einer Einstopp-Strategie unterwegs sein wird, genau wie wir. Aus dem Grund, dass er halt in Q Nummer 2 ausgeschieden ist. Ich glaube, P11 war er im Qualifying. Und nun sehen wir hier einen weiteren Unfall. Zwei Autos sind da ausgeschieden, wie ich oben links sehe. Von 19 auf 17 sind die Autos da gegangen. Und dann sehen wir auch Pascal Wehrlein raus. Und das werden wir uns mal genauer anschauen jetzt. Hier sehen wir Pascal Wehrlein. Vor ihm die beiden Ferraris. Die berühren sich da und da fliegt der eine Ferrari in den anderen. Das erinnert mich stark an Singapur. Und das war, glaube ich, Sebastian Vettel, der da ausgeschieden ist, bei dem die Aufhängung gebrochen ist. Und nun fliegen hier die beiden Red Bulls vorbei und auch der McLaren. Und Pascal Wehrlein, der zweite Deutsche, stellt hier sein Auto ab. Doppelausfall für die beiden Deutschen. Wenn wir hier in Runde Nummer 10 unsere letzte Runde auf dem Supersoft springen. 64% hatten die Reifen und das, obwohl sie eine Quali-Runde schon mitgemacht haben. Das heißt ungefähr ein Reifenverschleiß von 6% pro Runde, was relativ gut ist.
Aber das soll die letzte Runde im Stint sein, werden wir sehen. Hamilton ist die Runde zuvor in die Box gegangen und der ist jetzt schon direkt hinter uns. Hamilton hatte wirklich freie Bahn, keinen Verkehr. Hier, wie wir sehen, Bottas und so sind hinter Massa noch zurückgefallen und müssen sich da jetzt vorbeikämpfen, während Hamilton schon längst an denen vorbei ist, relativ auch einen langen ersten Stint gefahren ist. Und wir sehen, unsere Reifen lassen jetzt so langsam nach. 6 Zehntel im ersten Stint verloren. Die Pfeile von Hamilton schon direkt hinter uns zu sehen. Er hängt uns im Getriebe. Wir probieren hier den Scheitelpunkt einigermaßen zu erreichen. Aber wir sehen, eigentlich ist hier kein Kraut gewachsen. Gehen deswegen jetzt auch in das magere Benzingemisch. Haben im ersten Stint auch ein bisschen Benzin verbraucht. Das werden wir jetzt einsparen. Wir sehen auch ganz schönes Untersteuern durch diese Kurven. 68% auf unseren Reifen. Ab 75 können sie platzen. Das Risiko wollen wir natürlich nicht eingehen. Auch wenn sich eventuell noch eine Runde ausgegangen wäre. Aber wir hören da auf das, was das Team gesagt hat. Runde Nummer 10 in die Boxengasse. Ihr seht, Hamilton hat schon jetzt wieder 2 Sekunden Vorsprung auf uns. Wir biegen hier ab. Speed Limit in Australien ja nur 60 km/h. Da sind wir auch relativ vorsichtig, wollen da kein Risiko einer Durchfahrtsstrafe oder einer 5-Sekunden-Strafe eingehen. Und biegen jetzt hier ab zu unserer Pit-Crew. Sind ja relativ mittig in der Boxengasse. 2,6 Sekunden, relativ guter Stop. Und nun schauen wir mal, wo wir herauskommen. Das auf Startziel ist Raikön. Der geht da vorbei und wir kommen wieder heraus vor Max Verstappen anscheinend, der das nächste Auto auf der Strecke ist. Und so ist es, Position Nummer 10 aktuell. Und da ist der nächste Große raus, nachdem Vettel rausgeschieden ist und beinahe auch Raikön mit rausgenommen hat, sehen wir hier Ricardo mit einem mechanischen Fehler, also der zweite Ausfall nach Perez mit einem mechanischen Fehler. Und nun hier springen wir in Runde Nummer 12, während Max Verstappen jetzt relativ dicht hinter uns ist. Und da sehen wir Lewis Hamilton, der Rennführende, der Dominator der ersten Runden des ersten Stints, ausgeschieden. Und nun müssen wir natürlich genauer mal hinschauen, was da passiert ist, denn er war ja eigentlich auf relativ freier Bahn. Und der Mercedes-Motor ist der zuverlässigste. Ich glaube, gleich liegt uns da ein Replay vor, was da passiert ist, werden wir jetzt sehen. Verstappen direkt hinter uns, wir springen auf Position 9 und da stand Hamilton am Straßenrand. Und bei ihm genau das gleiche wie bei Daniel Ricciardo. Wir haben es im Teamradio gehört, die Enttäuschung bei Hamilton. Und jetzt haben wir hier noch gehört, Verstappen auch mit einem mechanischen Problem. Was ist hier los? Das Favoritensterben in Australien, so kann man das Ganze ja schon nennen. Ein Ferrari raus, ein Mercedes raus, ein Red Bull raus, ein weiterer Red Bull mit Problem. Und damit, wie wir hier sehen, während die weiteren Leute in die Boxengasse gehen für ihre Zwei-Stopp-Strategie, sind wir aktuell auf Position 4, werden wir hier einen größeren Fehler machen. Aktuell Position 4 also, und Stroll ist noch vor uns und der muss noch an die Boxengasse, während wir jetzt hier sehen. Massa aber ist schon relativ dicht hinter uns und der muss jetzt nur noch auf seinen Supersofts das Rennen beenden. Der ist ja auf den Softs gestartet und wird nun auch seine Einstopp-Strategie zu Ende fahren. Er und ich sind so ziemlich die Einzigen. Ich glaube, Lance Stroll ist auch noch ein Kandidat, der auf einer Einstopp-Strategie ist, aber das war es im Grunde genommen. Man muss schon sagen, die Softs sind schon deutlich der langsamste Reifen. Wir sehen hier jetzt auch Felipe Massa dicht hinter uns. Und da können wir im Prinzip machen, was wir wollen. Setzt sich da neben uns und geht relativ problemlos vorbei, wenn unser Teamkollege jetzt seinen zweiten und letzten Boxenstopp absolviert. Aber wir sind im Moment auf Position Nummer 3. Wenn wir sehen, Esteban Ocon auf 4. Ich glaube, der ist auch noch auf einer Einstopp-Strategie unterwegs. Das heißt, wir haben vor uns im Moment nur Massa und Bottas, glaube ich. Wenn wir jetzt hier in Runde Nummer 21 springen und Kimi Räikkönen direkt hinter uns ist, der eine neue schnellste Rennrunde gesetzt hat und auch rucki-zucki an uns dran war, wie wir hier sehen. Runde 22, eine Runde später. Nur noch 0,7 Sekunden und hier machen wir einen Fehler in Kurve Nummer 7, glaube ich, war das. Und damit ist auch schon Kimi Räikkönen direkt hinter uns dran und da sollten wir eigentlich uns nicht lange dran aufhalten, sich mit ihm zu battlen.
denn das kostet uns nur Zeit und wir werden ja noch am Ende des Rennens uns wahrscheinlich gegen die Zweistopper verteidigen müssen, eventuell. Verliere hier also unseren Podestplatz. Noch nicht ganz, aber hier ist Raikön deutlich entschlossener als wir. Wir lassen ihn da auch den Platz, dass er vorbeifahren kann und sind jetzt auf Position Nummer 4, also nicht mehr auf dem Podium 4 für uns, aber das ist auch gar nicht unser Ziel im allerersten Saisonrennen, sondern wirklich nur das Beste herausholen, wenn wir jetzt in Runde 24 springen und mal auf den Abstand zu Esteban Ocon achten. Das sind im Moment 4,8 Sekunden und springen wir nun eine Runde weiter und schauen uns mal an, wie sich der Abstand entwickelt, um eine Tendenz fürs Ende des Rennens zu haben. 3,9, also 0,9 Sekunden pro Runde macht Esteban Ocon gut. Und springen wir nun in Runde Nummer 28 von 29 hier zum Ende der Runde. Wir sehen hinter uns schon den Force India, dieses rosane Auto, immer größer werden. Beziehungsweise das rosa Auto. Rosane ist ja grammatikalisch nicht korrekt. Noch 5 Zehntel, also er ist in unserem DRS-Fenster, aber jetzt hat er wirklich keine großen Chancen mehr, wenn wir uns jetzt verteidigen. Natürlich verteidigen wir uns in der letzten Runde gegen ihn. Das hier ist ja wirklich um die Position, während wir uns ja folgerichtig gegen Raikön und Massa nicht wirklich gut verteidigt haben. Aus dem Grund, da sie einfach viel schneller waren. Es war definitiv die richtige Entscheidung. Wenn man jetzt den Abstand zu Raikön und Massa betrachtet, war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und nun heißt es einfach nur P4 ins Ziel bringen, was wirklich hervorragend ist. Aber natürlich auch nur möglich dadurch, dass so viele große Teams, so viele große Fahrer hier ihre Probleme hatten und von der Technik gestoppt wurden. Insgesamt ja doch ein Ferrari, ein Mercedes und beide Red Bulls. Und so gesehen ist P4 so gesehen auch nur P8, muss man ja sagen, wenn die nämlich noch vor uns wären. Und Massa noch dazu, dann wären wir nur Achter, aber so ist es Position 4. Man muss natürlich das auch nehmen, was man bekommt. Und das tun wir hier in diesem Rennen bis jetzt sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir uns nur noch gegen Esteban Ocon auf der Startzielgeraden verteidigen. Aber auch da sollte er eigentlich nicht mehr vorbeikommen. Wir benutzen hier auch das fette Gemisch natürlich, um uns zu verteidigen. Denn die 2 Punkte wollen wir natürlich noch mehr haben. Ob nun 12 oder 10 Punkte ist natürlich schon ein größerer Unterschied als P11 und P13, wo es ja nur um die Position geht und nicht um Punkte. Und das Ganze schaffen wir hier auch, gehen auf die Innenseite und lassen uns hier feiern. Position Nummer 4, der perfekte Saisonauftakt für uns. Besser hätte es einfach nicht laufen können und die Einstoppstrategie, muss man auch sagen, ist sehr, sehr gut aufgegangen. So soll es sein. Und nun schauen wir uns hier das Klassement an, beziehungsweise erstmal das Podest. Ja, und die Silberpfeile haben trotzdem gewonnen. Valtteri Bottas, der Profiteur davon, dass sein Teamkollege Lewis Hamilton nicht das Rennen beenden konnte, wegen einem kapitalen Motorschaden. Das ist natürlich überhaupt nicht gut für die Zuverlässigkeit. Jetzt hat der gute Lewis Hamilton nur noch 3 Motoren für 19 Rennen. Das heißt, die müssen schon ordentlich was abkönnen jetzt. Und da sehen wir Massa auf Position 2. Wahnsinnsdebüt auch für ihn hier nach seinem Rücktritt erst 2016 und nun nachdem Bottas, sein alter Teamkollege, zu Mercedes gewechselt ist, für die beiden Alten, die in 2016 für Williams gefahren sind. Ein Top-Saisonstart, beide auf den ersten beiden Plätzen. Kimi Räikkönen, der zweite Finne auf Position Nummer 3. Also 3 verschiedene Teams auf dem Podium und 6 verschiedene Teams unter den Top 6, wie wir hier sehen. Die Toro Rossos haben gut gepunktet auf P6 und 7. Ocon, der einzige Force India, der ins Ziel gekommen ist, holt 10 wertvolle Punkte und Kevin Magnussen mit einem guten Rennen von Position 16 auf 8. Wir sehen hier etliche Einstops wurden hier gemacht. Nur Bottas und Räikkönen sind 2 Stops gefahren. Und in der Konstrukteurswertung sind wir im Moment auf Position Nummer 5. Red Bull ohne Punkte hier, enttäuschender Saisonauftakt für das große Red Bull Team. Die kleinen Toro Rossos dagegen mit P6 und P7 auf Position 4 in der Konstrukteurswertung. Ja, viele Einstoppsstrategien wurden gefahren, die ganzen Zweistopper eher weiter hinten im Feld. Unser Teamkollege hat auch keine Punkte geholt, wenn wir hier sehen. Nochmal ordentliche Punkte für uns, für die Ressourcen und unsere Rivalität. Da führen wir auch wenn Nico Hülkenberg dank der Zweistopp-Strategie ja eine bessere Rennrunde gefahren ist. Unser Ansehen bei den großen Teams ist sogar zurückgegangen, nur bei Red Bull ist es gestiegen.
Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und ja, P4 ist natürlich eine Position, mit der wir zufrieden sein können. Das nächste Mal werden wir dann in China fahren. Und da habe ich schon gehört, soll es etwas regnerischer werden. Werden wir jetzt noch den Karrierescore sehen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Tschüss.